Hallo, hallo, ihr Lieben. Ja, ich wollte was mit euch teilen. Und zwar, wir hatten ja gestern den letzten Call von Divine Money. Und da ging es jetzt auch drum, was ist denn Divine Business? Und da will ich kurz ein paar Worte verlieren, weil das ist auch so ein Download gewesen. Und zwar, warum Business? Warum Divine Business? Warum sollst du aus deiner Göttlichkeit oder aus deinem göttlichen Wissen, warum ist es wichtig, ein Business draus zu machen? Wenn du hergehst und die englische Sprache anschaust, dann kennst du vielleicht, that's not my business, oder? That's your business. Und da sieht man genau, worum es eigentlich geht bei Business. Bei Business geht es tatsächlich darum, was dich betrifft, was dich berührt, was dich antreibt, was für dich wichtig ist. Und wir dürfen daraus ein Business machen, respektive wir müssen daraus ein Business machen, weil ein Business ist dann etwas Wichtiges, wenn du beauftragt wirst, etwas zu liefern. Und wir Menschen hier sind oftmals so ein bisschen unbeauftragte Bekehrer, die wir hier rumlaufen und aus allen und jedem das Beste machen wollen. Und das ist auch gut und richtig. Nur wenn das ohne Auftrag passiert, dann ist es meistens nicht erwünscht, wird sogar oft abgelehnt und zudem verfällt es seine Wirkung. Und Divine Business ist genau das, dass du dich zur Verfügung stellst, deine Fähigkeiten, deine göttlichen Geschenke, deine göttliche Wahrheit anderen unterstützend zur Seite zu stellen. Egal was es ist, ja, es muss nicht ein Coaching sein, sondern es kann alles sein. Es kann Kunst sein, es kann Gewerbe sein, es kann Handwerk sein. Alles, was du aus deiner Göttlichkeit heraus in den Dienst des Göttlichen stellst, das ist Divine Business. Und mein Angebot, mein Programm, das Divine Business VIP Programm, hat sich jetzt auch ganz anders zusammengestellt als ursprünglich gedacht. Und zwar soll es wirklich in 3 Monaten dir helfen, sichtbar auch zu werden mit dem, wer du bist, für dich herauszufinden, wie die Menschen dich sehen dürfen, was dein Divine Business wirklich ist und wie es zu führen ist in Leichtigkeit, in Göttlichkeit. Und dazu gehören natürlich auch irdische, technische Dinge wie eine Website, wie ein YouTube-Kanal, wie ein Facebook-Profil, eine Facebook-Gruppe vielleicht, damit die Menschen dich kennenlernen. Und genau das darf ich, weil ich mich habe führen lassen, kann ich das jetzt integrieren, weil ich dieses Projekt Online-Kongress, Heilung in der neuen Zeit gechannelt habe, dort in der Lage war, ein wunderbares Team zusammenzustellen, wo ich jetzt sehen durfte, was die alles können in diesem Bezug und wie leicht es sein kann, wenn du Profis an deiner Seite hast. Und genau mit diesen Profis möchte ich dich unterstützen bei deinem Divine Business. Und deswegen packe ich auf die VIP-Version noch ein Sichtbarkeits-Package drauf für dich, das dir hilft, dass du nachher im Internet sichtbar bist, dass du online sichtbar bist, dass die Menschen dich sehen. Und gleichzeitig zur Technik arbeiten wir an deiner Energie, an deinen Glaubenssätzen, an deinen Überzeugungen, die dich alle noch zurückhalten, das wirklich zu tun, in die Vollen zu gehen und zu sagen, ich habe ein Divine Business, es ist göttlich geführt in Leichtigkeit, in Freude, im Dienste des Himmels, des Paradieses, weil das mein Business ist, das ist meine Aufgabe, ich fühle mich dafür berufen, hier diesen Himmel auf Erden in die Welt zu bringen. Und dabei möchte ich dir helfen, dabei kann ich dir super gut helfen, weil ich natürlich als Geschäftsfrau, als ursprüngliche Hardcore-Businessfrau weiß, wie Hardcore geht, aber kläglich daran gescheitert bin, weil mein Körper nicht mehr mitgemacht hat und jetzt auch gelernt hat, wie Softcore geht, wie es leicht gehen darf, wie es schön gehen darf, wie es geführt gehen darf, wie diese
göttliche Stimme dir sagt, was zu tun ist und du dich darauf komplett verlassen kannst, dich hingeben kannst und weißt, dass wenn du diesen Impulsen, dieser Eingabe, dieser göttlichen Stimme folgst, dass es ganz gut und richtig ist für dich und für alle anderen, die beteiligt sind. Und das ist so, so, so wunderbar und wir brauchen ganz, ganz viele Menschen jetzt auf dieser Erde, die sich trauen zu sagen, hey, das Göttliche ist my business, it's my business. Hier zu zeigen, wie göttlich wir geführt sind, hier zu zeigen, wie einfach es sein darf, das ist my business. Und wenn du auch sagst, mein Gott, genau, es geht mich an, ja, auf Englisch heißt ja, it's my business, heißt, es geht mich was an. Und du sagst, ja, es geht mich was an, hier einen Beitrag zu leisten, es geht mich was an, hier sichtbar zu sein. Einerseits dafür, dass ich als Kanal für Gottes Idee hier jetzt bereit bin zu dienen, mich nicht mehr hinter irgendwelchen Angst, Glaubensgrundsätzen, Traumata, die ich vielleicht erlebt habe, Ablehntraumata und so weiter und so fort verstecke, sondern sage, ich bin hier, weil ich das Göttliche verkörpern soll und alle anderen daran erinnere und ich tue es auf meine Art und Weise. Aber du kannst es nicht tun, wenn du nicht da bist, wenn du nicht sagst, okay, ich stehe zur Verfügung, wenn du nicht bereit bist, dass du gesehen wirst, dass deine Worte, deine Stimme, deine Aussagen gehört werden, dann hast du deinen Auftrag noch nicht erfüllt. Und genau deswegen packe ich das einfach jetzt drauf, dieses Sichtbarkeitspackage, das dir helfen soll, die ganzen technischen Sachen abzudecken, die du brauchst, um tatsächlich mal hier sichtbar zu sein auf Social Media, weil Social Media ist mittlerweile Social Life und Social Life ist das, wo wir dienen sollen. Und deswegen müssen wir da auch auftauchen. Und das ist mein Herzensauftrag, dich da hundertprozentig drin zu unterstützen, was du alles brauchst. Und mit meinem Divine Business Programm bekommst du das alles. Und was der coole Effekt an dieser Weihnachtssache noch ist, dass aus diesen 3 Monaten flockig mal 4 Monate werden, weil wir natürlich Weihnachten respektieren, eine Pause machen und alles, was wir Weihnachten in der Weihnachtszeit nicht gebacken kriegen, hinten dran hängen. Also ist jetzt aus dem Divine Business Programm, aus dem 3-Monats-Programm flockig fast ein 4-Monats-Programm geworden. Und wenn du jetzt noch überlegst, dann bist du dir nicht sicher, dann hast du immer noch zu viel Angst und dann wäre vielleicht Divine Money für dich das Richtige. Oder wenn du sagst, Geld, da habe ich zu viele Vorurteile, dann können wir die erstmal beseitigen, indem du einfach den Divine Creation Circle machst und einfach wirklich ganz tief da eintauchst in deine kreative Power, in deine kreative Wahrheit, in dein kreatives Sein und da alle Limitierungen zur Seite nimmst. Das ist mein Angebot. Es steht. Wenn du Fragen hast, melde dich bei mir. Eigentlich sollte keiner mehr warten, weil wir sind alle schon bereit. Jeder hat schon alles, was er braucht. Er muss einfach nur loslegen und die Bremse abziehen, die Ängste, die Hindernisse, die Blockaden ablegen und das hier auf die Welt zu bringen für das, was jeder Einzelne hier geboren ist. Keiner hat einen anderen Auftrag, als hier im Namen Gottes, im Namen des Göttlichen, im Namen der Bedingungslosigkeit, der bedingungslosen Liebe, der Grenzenlosigkeit, der Fülle, hier sein Dasein zu zeigen und andere damit zu inspirieren. Das ist meine Meinung, musst du nicht teilen. Wenn du sie teilst und sagst, cool, finde ich auch so, dann melde dich einfach bei mir, melde dich an, direkt auf meiner Homepage, findest du die Anmelde-Links, kannst dich sofort eintragen, kannst aber natürlich mir auch erst noch schreiben, Fragen stellen, etc. pp. Aber letztendlich ist es ja keine Sache des Verstandes, sondern es ist eine Sache des Herzens und du wirst wissen, was dein Herz dir sagt, ob das dich anspricht, ob das dein Weg ist, ob ich deine Begleitung bin, du wirst es wissen. Das Einzige, was dich davon abhalten kann, das, was du weißt, nicht zu tun, ist wieder der Verstand. Also, tu das Richtige und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ciao, ciao!